Wann haben Sie das letzte Mal etwas wirklich Neues gewagt? Wann haben Sie sich das letzte Mal Ihrer Angst gestellt? Mein Name ist Lukas Irmler und seitdem ich meine Höhenangst überwunden habe, hat sich mir eine unglaubliche Welt eröffnet. Auf einer nur 2,5 cm breiten Slackline über den Abgrund zu balancieren, ist heute mein Leben, mein Beruf und meine Leidenschaft. Die Faszination des Unmöglichen, was ja oft nur so lange unmöglich ist, bis wir es wirklich wagen zu versuchen. Das ist es, was mich bis heute antreibt. Wir haben oft ganz andere Möglichkeiten und Ideen, als wir im ersten Moment selbst glauben. Nicht immer ist es der richtige Weg, seine Grenzen nur mit Anstrengungen und Entbehrungen zu verschieben. Häufig gibt es kreative Lösungen, diesen Abgrund zu überwinden. Man muss nicht immer über den Schatten seiner Angst springen. Man kann zum Beispiel auch eine Slackline hinüberspannen. Selbst der längste Weg, die längste Slackline, beginnt mit dem allerersten Schritt. All meine Konzentration auf den nächstfolgenden Schritt zu lenken, das ist es, was mich meinen Zielen näher bringt. Wenn ein Einzelner Neuland betritt, etwas Unmögliches wahrmacht und dann sein Wissen darüber teilt, können viele Menschen an diesem Erfolg teilhaben und daraus lernen. Die Erfahrung, wie wichtig es ist, dieses Wissen, die Strategien zum Erfolg, aber auch den Umgang mit Niederlagen, an Menschen weiterzugeben, ist es, was mich auf die Bühne gebracht hat. Menschen wieder zum Träumen zu bringen, ist meine Mission. Denn wenn es eines gibt, was mich all meine Rekorde und Expeditionen gelehrt haben, dann ist es, dass es sich auf jeden Fall lohnt zu träumen, verrückt zu denken und dass man seinen Träumen auch Raum geben muss, sie ernst nehmen muss. Denn nur wenn wir unsere Träume auch umsetzen und leben, bringen wir wirklich Farbe in unser Leben. Und genau deshalb möchte ich Ihnen eine Frage mit auf den Weg geben. Was ist Ihr nächster Schritt auf dem Weg zu Ihrem persönlichen Traum?